Ja, hallo, herzlich willkommen hier zu Teil 2 von unserem Hausprojekt. Ich habe mir den Kopf zerrissen und zerrissen und zerrissen und wir machen jetzt erstmal weiter mit dem melodischen Teil. Dazu habe ich mal was vorbereitet, quasi. Man muss es nur finden. Library, genau da. Wir fangen an mit einem Operator. Wir waren ja bei Teil 1 hier stehen geblieben und wollen jetzt in die Melodie ein bisschen einsteigen. Und dafür nehme ich mir eine MIDI-Spur, die ich jetzt schon mal vorbereitet habe. Die Akkorde sehen ungefähr so aus. Und wir hören uns das Ganze jetzt auch mal an. Wir haben den Operator auf 0 stehen und genau da lassen wir ihn auch. Und das Ganze klingt jetzt erstmal so. Hier ganz wichtig, dass wir ein wenig Swing mit in die ganze Geschichte bringen. Den 1645 nehme ich hier aus meiner Library raus. Per Drag and Drop ziehe ich den hier rauf. Und ja, jetzt fangen wir eigentlich an, diesen Synth ein bisschen zu tunen. Ich sag mal, der Operator macht sich dafür nicht wirklich gut, aber ich will euch nun keine VSTs aufquatschen oder so. Es gibt tausendfach in meinen Augen bessere Sachen, die dafür besser geeignet sind. Ich zeige euch auch gleich gern ein Beispiel. Aber da ich dieses Projekt ja hochladen will, beschränke ich mich hier auf den Operator. Und wir schauen jetzt einfach mal, dass wir da einen coolen hausigen Sound rauskriegen. Wir belassen das jetzt erstmal dabei. Wir hören es mal zusammen. Und gehen jetzt natürlich rein und bearbeiten den Sound so ein bisschen. Als allererstes wieder mit einem Cue, der uns die Höhen rausschießt und gleichzeitig den Startbereich wieder ein bisschen verstärkt. Das klingt schon mal ein bisschen nach was. Dann auf jeden Fall ein Utility mit rein, der das Ganze ein bisschen, dem Ganzen ein bisschen so Stereo gibt. Und was bei dem Sound ganz wichtig ist, ist, dass wir auf jeden Fall ein Reverb mit reinbringen und später vielleicht sogar ein Delay mit draufsetzen. Aber das müssen wir dann entscheiden, wenn es soweit ist, nämlich in unserem fertigen Mix. Auch hier nehmen wir wieder nur die Höhen. Ja, so sieht das erstmal nicht schlecht aus. Was auf jeden Fall jetzt schon der Fall ist, ist, dass es zu laut ist. Das heißt, wir gehen hier ein paar dBs runter. Und
lassen wir erstmal so stehen. Probieren den nächsten Effekt mit drauf. Lassen wir auch erstmal so stehen. Probieren wir das nächste. Nee, wird zu dreckig. Dürfen wir nicht machen. Vielleicht vorher. Ja, das Ganze ist jetzt wieder lauter geworden. Eventuell könnten wir hier hinten versuchen, die Nummer mal zu sidechain. Ja, ich denke, das klingt ganz witzig. Wir werden jetzt als nächstes versuchen, vielleicht ein Pad mit einzubauen oder vielleicht setzen wir uns auch erst an die Bassdrum. Ich gucke für euch weiter, wie wir weitermachen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann, viel Spaß, tschüss.